Guten Tag und herzlich willkommen zurück. Wir fahren heute unseren Auftrag zu Ende mit unserem kurzen Abstecher nach Berlin. Haben wir ja dafür gesorgt, dass wir noch einen dritten Part von diesem Auftrag haben. Machen wir uns erstmal wieder Musik an. Irgendwas halt hier so. Komm, das nehmen wir. Zack. Und dann starten wir unsere Karre. So, lässt du uns raus oder fährst du weiter? Du bleibst stehen. Okay, dann lässt du uns wohl raus. So. Passt. Gut schaut's aus. Wir reiten vom Acker. Und das ist nicht unser Grün, siehst du? Hab ich vielleicht an, Tatsache. Sag das doch einer. Also dann, reiten wir mal vom Acker und machen unseren Auftrag fertig. Damit wir am Ende der Folge was Neues aussuchen können. Was ist denn mit dir? So. Auf die Autobahn müssen wir aber nicht hierhin, sondern in Richtung Possen, also oder Posen, wäre danach da. Kriegen wir hin. So, schön sachte hoch hier, damit uns die Autos da hinten nicht umfallen, weil ich weiß, wer darauf wartet. Und zack, Ruf auf der Bahn. Jetzt sind wir wieder richtig. Aber lang können wir nicht fahren, sehe ich gerade. Hier geht es nämlich gleich schon wieder runter. In 300 Metern. So, mit den Kurven müssen wir echt ein bisschen vorsichtiger sein, weil der Schwerpunkt von diesen Autos relativ weit oben ist. Und ruckzuck fallen die Dinger dann doch, weißt du? Und dann hast du dir Mühe gegeben und so kurz vorm Ziel, bäm. Nee. Michi, den Gefallen tue ich dir nicht. Und allen anderen, die darauf hoffen, den Gefallen tue ich euch ebenso nicht. So. Jetzt werden wir einfach im 12. bleiben und sachte vor uns hin beschleunigen. So weit können wir nämlich nicht beschleunigen, weil wir ja auch hier gleich wieder runter müssen. Sieht nach Landkarte, sieht nach Landstraße aus. Ist das eine Landstraße? Sollen wir nochmal auf die Karte gucken? Nö, wir gucken jetzt mal nicht auf die Karte. Ist eine Autobahn. Und zwar die 12. Oh. Falscher Knopf. So. Kommt da was gefahren? Nee. Und bald ist es soweit, dass wir unseren eigenen LKW kriegen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da holen wir uns ein schönes, fettes Gefährt. Einen Talk-Truck habe ich im Übrigen auch schon fertig kredenzt. Das habe ich gestern mal kurz zur Ansicht an die Beteiligten geschickt.
Als Feedback habe ich gekriegt, okay. Und ich dachte, die sagen so, boah, geil, gut gemacht. Und ich krieg ein, okay. Naja, damit muss man leben. Aber ich tendiere momentan sehr stark zum neuen Volvo, zum Streamline. Also dieses neue Volvo FH-Modell. Denn bis es zum Update kommt von SCS-Software für den Euro-Truck-Simulator, dass auch Mercedes dann aussieht wie Mercedes und sich auch verhält wie Mercedes, bis es soweit kommt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Ja, für den DAF gibt es auch ein neues Modell dann später. So, Sprit haben wir genug, oder? Ah, das reicht. Das sind ja nur noch 300 Kilometer. So, ein bisschen runter vom Gas. Wir wollen ja nicht, dass uns die Autos umfallen. Du, hinter mir warst leider etwas zu langsam, Herr Kollege. Die Frage ist jetzt, der Kollege, den wir jetzt gerade überholt haben, ist der noch neben uns? Wahrscheinlich. Ja. Wenn wir jetzt rübergezogen hätten, hätte man umgenietet. So, Landesgrenze. So, hier geht die Bahn auseinander. Hier dürfte eine Mautstelle kommen und sprach es und wurde gleich entsprechend belohnt für diese weise Voraussicht. So, wir gehen hier rüber. Guck mal, der hat Autos geladen. Das sieht man ja selten. Und los. Bei solchen Stellen habe ich immer Schiss, dass die uns erwischen, dass da irgendeiner einfach rüberzieht, weißt du? Er gibt doch Gas da vorne. Danke. Haben wir eigentlich Schäden? Ja gut, am Auto, klar. Reifen und so. Aber an der Fracht noch keinen Kratzer. Muahahaha. So, wir fahren den Auftrag zu Ende, egal wie lang es heute wird. Nur, um dir auch ein bisschen wieder die Chance zu geben oder die Gelegenheit zu geben, dir einen Auftrag auszusuchen, was wir als nächstes fahren. Weil das vermutlich dann der letzte Auftrag sein wird, den wir mit Leih-LKW fahren müssen. Also wir werden zwischendurch immer mal wieder mit dem Leih-LKW fahren, alleine nur der Abwechslung wegen und eben der Tatsache, das ist der Tatsache geschuldet, dass wenn uns das Geld ausgeht, dass wir dann hergehen können und mit einem in einem Angestelltenverhältnis schnell ein bisschen was dazu verdienen, um unsere Garage aufzuwerten. Aber in erster Linie werden wir schon dafür sorgen, dass wir uns einen eigenen LKW kaufen. Und ich dachte dann schon an was Dickes. Also ich will dann nicht mit einem 360 PS Quäken-Rasenmähermotor anfangen, sondern ich habe da schon eine 750 PS Maschine im Sinn. Also sofern ich denn mich für den Volvo entscheide, wonach es im Moment aussieht.
Weil er vom Sound her authentisch ist, weil er vom Durchzugsvermögen her sehr authentisch ist und die 750 PS Maschine auch so, auch mal eben mit so 30 Tonnen Material, relativ gut umgehen kann. Und wir da auch relativ schnell mit aus dem Knick kommen. Hallo Tankstelle. Hallo Parkplatz. Tschüss Tankstelle. Tschüss Parkplatz. Nochmal wunderbar. Hier das Wasser rechts auf der Seite fand ich gut. Das sieht gut aus. Dass ich meine Spur nicht halten kann, finde ich auch gut. Das sieht auch gut aus, bis einer kommt und mir entgegenfährt oder da reinfährt und schon haben wir Schrammen an den Autos. Und ich weiß, das gibt Gelächter. Und das möchte ich natürlich verhindern. Deswegen konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf die Fahrt geradeaus. Und achten ein bisschen drauf, dass uns da nicht viel passiert. Nach Möglichkeit. Aber vielleicht zeige ich dann auch eines Tages mal ein schönes kleines Let's Fail Video. Gibt's ja auch. Da können wir einfach mal ganz gezielt Angriffe starten auf die LKW. Und einfach zusehen, dass wir es irgendwie... Ja, das war halt mit verschiedenen LKWs und verschiedenen Ladungen einfach mal richtig böse failen. Also quasi so eine kleine Art virtuelle Amokfahrt. So, könnte man machen. Was hältst du davon? Ab in die Kommentare damit, ob das Sinn macht. 54 Euro. Ganz schön teuer. Gib besser Gas da vorne. Weil ich häng dir an den Fersen. Gleich sind wir auch durch mit unserem Auftrag, denke ich. Es dauert nicht mehr ganz so lang. Was ist denn mit dir? Bist du hier schleichen? Okay, ich sehe warum. Jetzt gibst du Gas, oder was? Na toll. Denn wenn du rüberziehen willst, weißt du, dann geht der Typ wieder in die Eisen. Dann bleibt das jetzt so. Ich denke, wir sind ein bisschen zu schnell, weißt du? 70 ist normalerweise angesagt. Und wieder eine Mautstelle. Ach, ich liebe es. Kollege, 70. Da, Ticket holen. So. Ming, 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 ming.
LKW fahren über die Autobahnen. Das ist schön, wenn man es kann. Ja, singen wäre auch gut, wenn man es kann. Ich kann es nicht, deswegen sollte ich es eigentlich lassen. Aber irgendwie bin ich so ein halbmusikalischer Trottel. Was du immer damit überholen willst, geben die Gas. Weißt du? Das ist so. Wenn ich schneller wäre. Bin ich aber nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen unsere Zeit hinkriegen, dass wir jetzt diesen Auftrag zu Ende fahren können. 130 Kilometer grob sind's noch, so grob überschlagen. Und ich hoffe, dass wir uns nicht überschlagen. Cool wäre es natürlich, wenn wir die jetzt irgendwie ohne Komplikationen noch hinter uns kriegen. Oder bewältigt kriegen, damit wir einen neuen Auftrag wählen können und die Autos hier ohne Schaden abliefern. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen zur LKW-Lok. Ich habe den Verdacht, dass das wieder so eine kleine Firma ist, mit so einem hässlichen Hinterhof, wo du dann wieder nicht wenden kannst und nichts, weißt du? Also, da kriegst du den ganzen Auftrag sauber über die Bühne und dann kriegst du die Karre eingeparkt, weil du keinen Platz hast. Oder mit dem bisschen vorhandenen Platz nicht umgehen kannst. In dem Falle ich. Tankstelle. Parkplatz. Straße, Autos und ganz viel Musik. Da oben war ein Hubschrauber. Cool. Es sieht da vorne schon wieder nach einem Tempolimit aus, weil die sich schon wieder alle so zusammenschieben. Ziehen wir gleich mal nach links. Könnte natürlich auch sein, dass da der LKW wieder ein bisschen vor sich hinschleicht. Ja, das ist eher der Fall. Volvo, da war so eine Karre. Es sieht gut aus. Kannst du sagen, was du willst. Der ist schön. Und ein kleiner Kran, der Holz durch die Gegend trägt. Cool. Die Gegend ist cool. Wenn du so links und rechts Wald hast, weißt du? Ein oder andere geziegelte Brücke. Schon cool. Man sieht auch dann die ganzen Spuren der Zivilisation. Bagger, Oberleitungen, Holzfäller, Baustellen. Parkplätze. Und ganz easy mit 90, knappen 90 km/h. Schön locker und flockig die Autos wegfahren. Was ich auch sehr süß finde, ist das Gimmick mit dem Handy hier auf der linken Seite. Das hier, hier an der Säule. Links über dem Lenkrad. Finde ich ein cooles Gimmick, dass da ein Handy hängt. Cool wäre es natürlich, wenn das noch oldschool machen würde, wäre es natürlich cool, wenn jetzt hier drin, hier so in der Mitte der Scheibe, wenn da so ein Mikrofon runterhängen würde von so einem CB-Funkgerät, weißt du? So wie es früher der Fall war, dass die harten Jungs auf der Autobahn miteinander reden konnten. Einfach mit einem schönen dicken Funkgerät. So, Mautstelle. Na, dann wollen wir mal hier rüberziehen.
Jetzt kriegst du eine Radarwarnung, weißt du? ...70 ist angesagt und die schleichen hier schon mit 40, weil sie Schiss haben vor dem Strafzettel. Weichst du aus? Gehst du rüber? Ja. Wird er jetzt löhnen? 79 Schleifen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Alter. Stell dir das mal vor. Da werden einfach mal 79 Euronen abgedrückt dafür, dass man... auf einer Straße gefahren ist. Weißt du? Als wäre das selbstverständlich, wenn ihr erstmal die Fahrer abgezockt. Egal ob inländisch oder ausländisch. Gut, das erwartet uns in unserem Land ja mittlerweile auch. Hier in Deutschland ist es ja dann so, dass es wohl auch eine Pkw-Maut geben wird. Ich kann mich heute noch erinnern an die Worte des ehemaligen Verkehrsministers. Eine Pkw-Maut wird es niemals geben. Und heute sagen Leute aus der gleichen Fraktion, wir brauchen eine Pkw-Maut. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr schlimm aus meiner Sicht. Vor allem, wenn man sich die Preise mal anschaut. Ja. Also jetzt hier im Spiel sind es alleine schon 79 Euro Maut. Ja. Die Frage ist, wofür zum Geier 79 Euro? Also ich finde 79 Euro doch schon ziemlich heftig. Für ein Fahrzeug. Jetzt stell dir mal vor, das sind ja dann mehrere Fahrzeuge, die die gleiche Strecke haben. Ja, die zahlen alle 79. Jetzt überleg mal, wie viele Fahrzeuge da vorbeifahren, die die gleiche Strecke fahren. Finde ich persönlich schon sehr teuer. So, da ist der Auftrag ja gleich vorbei. Ich habe die Zielflagge gesehen. Wir sind in Lodz. Das ist nicht unser Grün. Siehst du? So. Na, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Karre da vernünftig einparken können. Waren wir schon mal in Lodz? Nein, wir waren noch nicht in Lodz. Das erkennst du an den grau melierten Straßen auf dem Navi. Denn wenn wir hier schon mal gewesen wären, dann wären diese Straßen gelb. Erster Aufenthalt in Lodz, siehst du? Und wir sind sogar zu schnell. So, dann gucken wir nochmal kurz auf die Karte, weil, wenn wir jetzt in Lodz sind, wüsste ich gern, ob wir da noch einen LKW-Händler haben. Ach, da kommen wir gar nicht ran. LKW-Händler sieht nicht danach aus. Müssen wir anders machen, da zoomt die Karte nicht drauf. Nein, da gibt es nur eine Jobagentur. Was anderes sehen wir nicht. Gut, dann haben wir zumindest die Arbeitsagentur entdeckt. LKW-Händler.
Es soll sich auf der linken Seite befinden. Naja gut, dann... bleiben wir mal links eingeordnet. Ja. Aber es ist glücklicherweise kein kleiner Hinterhof. Es ist ein großer Hof. Kommen wir da rum? Automatisches Einparken. Nix Automatik. Wir blamieren uns bitte selbst. So, dann wollen wir mal gucken gehen. Ob wir da rankommen. Prinzipiell keine schlechte Idee, aber nicht ganz passend. Na komm, 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 komm. Die Mühe machen wir uns. Ganz einfach und unkompliziert. Er sagt, wir fahren den Auftrag zu Ende, also fahren wir ihn auch zu Ende. So, dann drücken wir den mal da rauf. Mal gucken, ob das irgendwie geht. Weiter. Grün. Und damit haben wir den Auftrag schon mal beendet. Beendet. So. Gut. Passt. Na, dann wollen wir nochmal gucken gehen. Ausgezeichnet. Dieses Level kriegst du nur, wenn du keinerlei Probleme verursacht hast. Und dann geht das doch schon ein Stückchen höher. Jawohl, ja. Und wir dürfen uns ein neues Ranking aussuchen. Ein neues Achievement. Wir werden... ja, komm. Was werden wir denn machen? Wir nehmen mal die sparsame Fahrweise dazu. Ja, hast du 10% Kraftstoffersparnis, was nicht schlecht ist, weil du eben die Kraftstoffersparnis gut nutzen kannst bei eigenem LKW. Das merkt man dann schon. So, wir haben mittlerweile 184.080 Euronen, brauchen aber noch einen Auftrag, um über die 200.000 Marke zu kommen, um einen richtigen LKW zu kaufen. Das hier ist im Übrigen der LKW, der mir... momentan sehr gut zusagt. Also zumindest für den Anfang. So, guck mal aufs Auftragsangebot. Ich stelle dir 5 zur Auswahl. Ein Druckbehälter mit Überlänge von Innsbruck nach Carlisle für 28.250. Noch ein Druckbehälter mit Überlänge von Szczecin nach Sheffield. Wir könnten Feuerwerkskörper fahren, ohne Überlänge, in einem noch Majestic bald Mercedes von Stuttgart nach Lodz. Das haben wir im Übrigen gemacht, gerade eben. Also der Auftrag Stuttgart-Lodz, das haben wir gerade mit Autos gemacht. Diese Linie sind wir gefahren. Es gäbe noch einen Kraftstofftank mit einem Volvo. Und zwar den Classic Sleeper von Stuttgart nach Birmingham. Als ADR Klasse 3. Und wir könnten Chlor fahren. In einem Renault von Berlin nach Glasgow. Ja, die unterscheiden sich um die 4.000 Euro die Aufträge. Ich persönlich bevorzuge den Druckbehälter hier. Das wäre A, der am meisten Kohle bringt. Zweitens ist er entweder schwer oder übergroß und da kann man natürlich schön failen. Die Fahrzeit sind allerdings 34 Stunden. Das ist relativ viel. Wir könnten auch Druckbehälter fahren mit 27 Stunden. 16 Stunden wären die Feuerwerkskörper, aber die gleiche Linie würden wir dann wieder fahren von Stuttgart nach Lodz.
Den Kraftstofftank könnten wir fahren mit 16 Stunden oder Chlor mit 31 Stunden. Na klar, logisch, die Aufträge, die am meisten Kohle bringen, haben entweder das gefährlichste Zeug oder aber sind am längsten zu fahren. Eine Fahrzeit von 34 Stunden halte ich aber für nicht zu hoch. Wie auch immer, ich lasse dir das jetzt mal hier so. Du kannst dir das aussuchen, wie wir das dann machen wollen. Und dann wird das irgendwie gehen, nicht wahr? Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn es dir gefallen hat, lässt ein Abo oder ein Like da. Und wenn nicht, behältst es für dich. Bis denn dann, tschö mit Ö. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis wir wissen, was wir auf einen Auftrag fahren, verbleiben wir mal mit freundlichen Grüßen. Bis denn dann.